Hallo Glas, hallo Welt und willkommen zum sechsten Video unseres Kurzbrot-Videoblogs. Glas, du fragst dich vielleicht, warum ich einen Anzug trage. Ja, gute Frage. Es ist aber Sonntag und ich finde, an einem Sonntag kann man einen Anzug tragen. Sollte man einen Anzug tragen. Es ist schön. Es gab Zeiten, in denen man das gemacht hat. Das waren Zeiten, in denen man noch Hüte getragen hat. Das waren gute Zeiten. Ich mag den Sonntag, wie du weißt. Ich bin nicht religiös oder spirituell oder sonst irgendwie in diese Richtung angehaucht. Ich mag aber trotzdem den Sonntag. Zwar nervt es mich durchaus manchmal, wenn ich dann vorm Aldi stehe und dann merke, ach nein, dumm. Aber trotzdem gefällt es mir, wie die Stadt, wie die Welt zur Ruhe kommt. In der Regel haben die Leute sonntags frei. Selbstverständlich nicht alle, das würde nicht funktionieren, aber die meisten Leute haben am Wochenende ihre Ruhe. Und auf den Straßen ist weniger los und wenn man früh morgens eine Runde joggen geht oder auf dem Weg zu irgendwas ist, da ist einfach niemand unterwegs. Das ist einfach richtig schön. Und das mag ich. Ich mag es, dass die Welt ein bisschen ruhiger läuft am Wochenende. Genau. Und man hat viel zu selten die Möglichkeit, einen Anzug zu tragen. Und man sieht einfach besser aus in einem Anzug. Ist doch klar. Deswegen will ich, immer wenn ein Video von mir auf einen Sonntag fällt, fortan einen Anzug tragen. Weil es einfach schön ist. Weil man einfach diesen Tag dann bewusster begeht. Finde ich nicht. Egal, was man dann macht. Ja, aber es ist einfach schön. Gut, aber zum eigentlichen Thema dieses Videos. Noch ein letztes Mal spreche ich über gute Vorsätze fürs neue Jahr. Mein dritter Vorsatz und letzter Vorsatz für 2015. Danach ist das Thema dann auch abgegrast. Aber dein initialer Vorschlag? Da sind mir dann so ein paar Sachen aufgefallen, auf die du vielleicht verzichten könntest. Wie zum Beispiel Brezeln, Hemden oder Hochdeutsch. Wie bitte? Ja, fand ich nicht so gut. Deswegen deine drei richtigen Vorschläge deutlich besser. Du hast mir drei mögliche Vorsätze gegeben. Ich darf daraus wählen und aus den verbleibenden beiden nimmst du einen. So, du sagtest Folgendes. Einmal internationales Kochen. Da gehe ich schon sehr stark davon aus, dass das eher mehr für dich bestimmt war, da es ein sehr großes Hobby von dir ist und das darfst du sehr gerne haben. Ich wähle nicht das Kochen. Zweites war Sprache lernen. Würde ich liebend gerne, wirklich. Aber dieses Jahr mit dem Staatsexamen ist es, wenn ich wirklich die Energie aufbringe, mich hinzusetzen und zu lernen, sollte ich das vielleicht in meinem Fach machen. Drittes Thema war Arts and Crafts. Irgendwie Kunst und Handwerk nanntest du es. Genau. Also Arts and Crafts. Ich gehe davon aus, Minecraft zählt nicht. Dann muss man mal brainstormen. Was kann man denn? Was kann ich denn? Was kann ich denn nicht? Also das meiste kann ich nicht. Kunst, du sagtest singen beispielsweise, geht nicht so gut. Instrument, ja, klar, aber erstens müsste ich mir dazu ein Instrument kaufen. Zweitens, dazu bräuchte ich höchstwahrscheinlich einfach Unterrichtsstunden. Das kostet mir zu viel. Ich bin Student, ich kann mir das nicht leisten. Und das ist mir dann zu aufwendig. Ich muss ein bisschen haushalten mit meiner Zeit. Design schließe ich einfach auch mal aus, weil ich will ja etwas mit meinen Händen machen. Ne? Es ist ja, darum geht's. Wir beide sind Akademiker. Wir werden nachher hauptsächlich denken. Wir sitzen den ganzen Tag rum und denken und eventuell schreiben wir mal was auf, aber danach denken wir wieder. Deswegen, ich finde es durchaus attraktiv, den Gedanken, etwas mit den Händen zu arbeiten und etwas danach etwas Vorzeigbares zu haben. Deswegen finde ich Kunsthandwerk super. Was gibt es also für Kunsthandwerk? Wir haben einmal beispielsweise den Musikinstrumentenbau, Glasbläserei, das Goldschmieden. Das sind aber alles Sachen, die sind ein bisschen aufwendig. Ich glaube, die muss man auch richtig gut können. Einfach, das muss man lernen. Das ist auch ein Nischenberuf. Außerdem weiß ich nicht, wie gut meine Vermieterin diese Idee fände, wenn ich hier plötzlich einen Ofen zum Glasblasen aufbauen würde. Dann kann man viel. Kunst ist ja auch ein weiter Begriff. Ne? Man kann ja auch, keine Ahnung, Performance Art oder Installation Art oder Aktionskunst oder sowas machen. Aber ich finde, wenn man nicht sonderlich viel Ahnung hat, ich mag die Kunst, aber ich mache wenig Kunst. Und wenn ich jetzt irgendeine Aktionskunst machen würde, wäre das halt eben eine Aktion, die irgendjemand macht und die ein bisschen weird ist. Das ist in meinen Augen keine Kunst. Ich weiß, Kunst ist extrem weit, aber in meinen Augen ist nicht alles, was in künstlerischer Absicht entstanden ist, gleichzeitig auch Kunst. Kunst muss ein gewisses Niveau erreichen, finde ich. Deswegen nehme ich ein bisschen Abstand von der Kunst und gehe mehr in Richtung Handwerk. Etwas, womit ich mich richtig anfreunden könnte, wäre Kupferstecher. Ja, das finde ich toll. Grafiken in Kupfer zu stechen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das geht. Ich meine, das müsste ich googeln. Aber ich habe mich jetzt schon gerade für etwas anderes entschieden. Und zwar
Möbelrestauration. Das Schöne an der Möbelrestauration finde ich, dass es das Grobmotorische und das Feinmotorische kombiniert. Ich meine, du fängst an mit dem Holz, du sägst, du schraubst zusammen. Und dann geht es über zum Feinmotorischen, wenn du mit Oberflächen arbeitest und die auch bemalst oder fein sich ab... irgendwas damit machst. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht vom Fach. Dafür kann ich mich begeistern und es verspricht nicht zu zeitintensiv zu werden. Deswegen ist das top. So, das ging schnell. Das war mein erstes Sonntagsvideo. Ich habe mich für die dritte Herausforderung, für den dritten Vorsatz entschieden. Kunst und Handwerk. Ich werde Möbel restaurieren. Ich hoffe es zumindest bald zu tun. Ich freue mich sehr. Danke für diesen hervorragenden Vorschlag. Und du darfst dich jetzt entscheiden zwischen Kochen und der Sprache, die du lernst. Ich wäre sehr überrascht, aber auch sehr erfreut, würdest dich plötzlich entscheiden, Mandarin zu lernen innerhalb eines Jahres. Klaas, wie immer, bis übermorgen. Ciao.